So, guten Tag, Leute. Ich bin wieder mit Carrie unterwegs und die Koffer sind vollgepackt. Dann habe ich noch eine Tasche hinten drauf. Foto blende ich mal ein, wie es gerade aussieht, aber werde da bestimmt auch noch ein Video sehen. Ich hoffe, das Wetter bleibt ungefähr so heute. Definitiv nein. Ich hoffe, dass ich nicht oder dass wir nicht nass werden. Und zwar bin ich heute endlich mal wieder nach ganz langer Zeit, Corona bedingt und so weiter, mit dem Club wieder unterwegs. Und mal gucken, vielleicht werde ich ein bisschen filmen, zumindest die Fahrt. Ich hoffe, dass wir mit ein paar Leuten fahren werden. Auf jeden Fall fahren wir zu einer Party. Natürlich muss natürlich das Zelt dabei sein und alles, damit man natürlich auch was trinken kann. Ja, ich dachte mir, vielleicht, wenn das irgendwie klappt und ich das auch mit der Bearbeitung so hinbekomme, so Sachen zu verpixeln und so weiter, dass das hier funktioniert mit dem Video. Ich bin mal gespannt, wie meine Leute auf das Eisenschwein reagieren, weil die sehen heute zum ersten Mal. Also heute schon eine kleine Bewährungsprobe für Carrie, fürs Eisenschwein. Also muss man dann mal schauen. Ich hoffe, die schafft das. Ich habe nämlich kein ADAC-Club-Mitglied mehr. Weil die sind nie gekommen, wenn ich die gerufen habe, die Schweine. Dann habe ich die halt direkt abgemeldet. Ja, dann schalte ich gleich wieder ein, wenn wir losfahren. Ah, hier rechts, das riesen Baggerloch. Braunkohleabbau. Hier waren alles überall nur Dörfer. Links ein Riesenloch, rechts ein Riesenloch. Das ist schon heftig, was hier abgebaut wird. Aber irgendwie müssen wir ja unsere E-Autos tanken können. Das ist schon krass, ey. Wie viel Fläche hier gerodet wurde, beziehungsweise gebuddelt wurde. Hier gibt es überall Aussichtsplattformen und da geht es echt richtig tief runter. Das ist schon krass, Leute. Ja, Leute, wie man sehen kann, auch mal wieder Regen dabei. Meine Hose ist schon komplett nass. Egal. Ich hoffe, wir haben nicht mehr so weit. Ich kann jetzt nicht sehen, wie weit wir noch haben. Ich kann nämlich nur hören, wo ich lang fahren muss. Aber wir haben jetzt schon 130, 140, ich glaube 150 Kilometer. Und das Eisenschwein hält gut durch bis jetzt, ohne irgendwelche Faxen. Bis jetzt haben wir noch keine Verluste in der Gruppe, das ist schon mal gut. Bis jetzt haben wir Glück. Bin mal gespannt. Ich hoffe, da es nicht noch stärker anfängt zu regnen. Aber ich wusste, dass das passiert und habe Ersatzklamotten dabei. Ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Und ich glaube, die anderen alle nicht. Ich hätte jetzt auch noch so eine Regenkombi, die man drüber zieht, aber wir sind ja jetzt schon unterwegs und dann macht das jetzt auch keinen Sinn mehr, die anzuziehen. Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Zumal ich es damit gerechnet habe und auch Ersatzklamotten einfach eingepackt habe. Aber wir sind da eben auch durch oder an Straßen vorbeigefahren, wo wirklich der Asphalt weggerutscht ist durch diese ganze Flut. Also und viele Strecken sind ja auch echt gesperrt, deswegen müssen wir durch die ganzen Karpaten fahren. Eigentlich schöne Strecke zum Fahren, wenn jetzt der Regen nicht wäre. Aber naja, ist halt so, Leute. Leute, jetzt habt ihr mal einen Eindruck, was hier passiert ist. Alter, das ist alles durch die Überflutung hier. Ich bin hier nur am Rutschen. Das ist echt krass, wenn man das selber noch so alles sieht. Alter, Alter, Alter.
Und ich sehe nichts hier durch das Scheißvisier jetzt hier. Alter, Straßen hier komplett im Arsch. Alles voll Matsch. Ich bin nur am Rutschen. Alter, ey. Das ist ja richtig heftig. Leute, zieht euch da rein, ey. Mann, Mann, Mann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier durch so ein Gebiet fahren, wo man das sieht. Und man riecht es auch noch. Mein Motorrad sieht aus wie Sau. Ja klar, wenn die Straße so matschig ist. Warum fahren die jetzt so schnell, weiß ich nicht. Was das hier für Auswirkungen hat. Guckt euch das mal an hier alles, ey. Alles zerstört und das vom Wasser. Krass, ey. Wirklich krass. Alter, die Menschen tun mir richtig leid hier. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt irgendwas sehen. Weil es ist richtig am Regnen, Leute. Das ist richtig krass, was hier passiert. Beziehungsweise passiert ist. Mann, 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 du. Alles weggerissen, ey. Heftig. Zieht euch das rein hier. Alles weg, hier standen überall mal Häuser, ey. Krasser Scheiß, ey. Kennt das ja nur so aus dem Fernsehen. Natürlich, man sieht die Bilder und alles, ne? Wie das Wasser da geflossen ist und alles kaputt gemacht hat. Aber jetzt so in echt, da wird mir schon anders, muss ich sagen. Aber dafür wird die Party gut. Ich bin klatschnass, saudreckig jetzt, da wir durch den Schlamm da gefahren sind. Ja, es ist kalt geworden langsam. Ja, wenn man durch nichts ist. Ich freue mich so auf mein Bier gleich. Boah. Aber ich bin irgendwo ein bisschen geschockt von der ganzen Zerstörung. Ist krass, richtig krass. So, guten Morgen, Leute. Für mich ist auf jeden Fall guten Morgen. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Gestern war schon so scheiß Wetter, da konnte man einfach nichts mehr filmen. Ich glaube, das letzte, was ich aufgenommen hatte, war, als wir da durchs Ahrtal gefahren sind, wo halt die Flut war. Davon waren wir auch alle so ein bisschen geflasht. Da war schon heftig. Jetzt sind wir hier gerade über Grafschaft. Rechts von mir ist Haribo, aber kann man jetzt hinter den Bäumen nicht sehen. Ah, Leute, die Party war geil. Die Ausfahrt war nass, meine Handschuhe, alles ist immer noch nass. Aber egal. Jetzt geht's wieder ab nach Hause. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn jetzt nichts mehr passiert. Ja. We'll be right back.